Servus ihr Lieben und ein frohes neues Jahr. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr habt was bestellt, wartet seit Tagen drauf und die Vorfreude ist riesig. Und ja, ich bin richtig, richtig aufgeregt, freue mich da riesig drauf. Es ist wie Weihnachten, ich bin wie ein kleines Kind. Ja, wenn man überlegt, was das Bike jetzt in, ich weiß gar nicht, 2 Jahre für ja, Geschichten erzählen kann. Da ist das gute Stück. Mega Karton. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich dachte, da brat mir doch einer einen Storch. Habe ich im Internet geguckt und verfügbar und dann auch in meiner Größe. Richtig toller Moment, den Karton hier aufzuschneiden. Bekommt, solltet ihr den Lenker nicht vorher lösen. Jetzt muss ich ihn wieder festmachen. So ist es manchmal. Ein Vorteil hat dieses Fahrrad jetzt schon mal, es ist ein Ständer dran. Servus ihr Lieben und ein frohes neues Jahr. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr habt was bestellt, wartet seit Tagen drauf und die Vorfreude ist riesig. Und ja, ich bin richtig, richtig aufgeregt und freue mich jetzt mega. Jetzt das Auto schnell wegfahren. Garage auf und dann geht's los. Ihr habt es ja in der Videobeschreibung schon gelesen, worum es geht. Es ist ein neues Bike da und ich freue mich da riesig drauf. Es ist wie Weihnachten, ich bin wie ein kleines Kind. Auto weg und dann geht's los. Ja, ich wollte gerade sagen, die Spannung steigt, aber ihr wisst ja schon, um welches Bike es geht. Das habt ihr in der Videobeschreibung gesehen und ach, es ist wie Weihnachten. Hier jetzt noch mein gutes Cube, mit dem ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich gerissen habe. Und ja, wenn man überlegt, was das Bike jetzt in, ich weiß gar nicht, 2 Jahre für ja, Geschichten erzählen kann, die es mit mir erlebt hat, ist das schon wahnsinnig. Und ja, ich weiß noch gar nicht genau, was ich damit machen werde. Es bleibt auf jeden Fall erstmal hier und ja, es sind da 1, 2 Optionen, wofür ich das einsetzen werde und es bleibt auf jeden Fall erstmal erhalten. Aber jetzt der große Moment. Ja, da ist das gute Stück. Mega Karton. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe das Ding jetzt bei Bike24 bestellt und ja, es geht um das Cube Kathmandu 625 Pro, Modelljahr 2023 und ja, ich dachte, da brat mir doch einer einen Storch, habe ich im Internet geguckt und verfügbar und dann auch in meiner Größe und ja, das ist jetzt keine Werbung, muss ich ja auch immer dazu sagen, das habe ich selbst gekauft und ja, deshalb muss ich da oben auch keine Werbung einblenden. Ja, wie gesagt, bei Bike24 habe ich es bestellt und ich muss sagen, es hat bisher, bis Paket Ankunft, weiter weiß ich auch nicht, ich habe es ja noch nicht mal geöffnet, hat das super funktioniert, Geld war da, die Meldung bekommen, Geld ist da und einen Tag später, also heute, ist es dann auch gleich angekommen. Also das hat mit einer Spedition, Expressversand, wie auch immer, war das sofort da. Ja, jetzt werden sich einige fragen, warum ein 600er Akku und kein 700er Akku, hat einfach den Hintergrund, weil ich ja in dem Bike habe ich auch einen 625er Akku drin und dann habe ich gleich einen Zweitakku, also wollte ich mir sowieso kaufen, von daher gibt es jetzt noch ein Bike dazu und dann passt es. Ja, dann würde ich sagen, packen wir aus, oder? Und dann sage ich euch und zeige ich euch alles zu dem Fahrrad, welche Farbe und so weiter und so fort. Ich freue mich mega und würde sagen, wir legen los. Ich habe noch nie ein Bike online bestellt oder sowas. Das andere habe ich mir beim Händler gekauft, aber ihr wisst selber, beim Händler Verfügbarkeit ja, ist immer so eine Sache. Und ja, das war jetzt auch noch reduziert um 400 Euro, glaube ich. Und ja, deshalb bin ich jetzt mega gespannt, wie das Bike hier ankommen wird. Was ja schon mal klar ist, ist es auf jeden Fall kein Hemiway. Da hätte ich auch kein Video groß zu machen brauchen, weil das haben ja jetzt genug Leute gemacht. Und ja, es ist ja irgendwie ein richtig toller Moment, den Karton hier aufzuschneiden. Ist ja irgendwie, ja, gehört ja dazu und vielleicht ist der eine ja auch davor oder überlegt sich, online eins zu bestellen. Und ja, wichtig ist natürlich immer die Fahrradgröße.
Das sollte man vorher echt eruieren, weil es gibt wahrscheinlich nichts Ärgerliches, als wenn ihr ein Bike bestellt und es passt nicht vernünftig. Ansonsten vielleicht vorher beim Händler schauen, Probe fahren. Und wenn er das Bike nicht da hat, könnt ihr alternativ online gucken. Ich habe jetzt natürlich Cube, eine Größe, die gleiche Größe wieder. Und der Karton ist auf. Den füllen wir hier mal rein. Dann kann man das nämlich auch sehen, dass das gut verpackt ist. Also da haben wir hier schön diese Knallfolie, gell? Und ja, ich bin mega aufgeregt. Jetzt machen wir die mal weg. Oh, das schaut gut aus. Also ihr seht, es ist auf jeden Fall mal sicher verpackt und ich sehe schon, ich muss einen Lenker montieren. Und ja, würde jetzt sagen, ich werde den jetzt mal, kann ich es rausheben? Ja, aber da muss ich jetzt gleich mal gucken, wie ich das tatsächlich mache, ob ich den Karton kaputt schneide oder ob ich einen Karton hinlege und das Fahrrad dann rausziehe. Das schaue ich mir dann gleich mal an. Die Luftpolsterfolie habe ich raus und ja, ihr seht, also da war genug drinne, dass das Fahrrad oder das Bike hier vernünftig ankommt. So, jetzt schauen wir mal im Karton. Ich habe das jetzt mal alles ein bisschen freigelegt. Und ja, der Lenker ist hier mit Kabelbinder festgemacht. Und ja, oh, ich freue mich wie ein Schnitzel, du echt. Hier haben wir den Karton, da wird wahrscheinlich Ladegerät drin sein. Pedalen sind auch nicht dran, kann ich schon sehen. Aber in der Anleitung stand eigentlich dran, dass da Pedalen bei sind. Da bin ich mal gespannt. Ansonsten muss ich gleich noch zum Fahrradhändler rauschen. Ich werde zwar versuchen, dass ich es hier rauskriege. So, jetzt haben wir hier den Karton. Den werde ich jetzt mal öffnen. Da werde ich jetzt mal schauen, was wir da drin haben. Ich gehe davon aus, da wird das Ladegerät drin sein. So, wie ich es gesagt habe oder gedacht habe, die Montage der Pedale, da werden da wahrscheinlich auch Pedalen sein, die haben wir hier. Genau, dann das Ladegerät. Zack, weg ist es. Schlüssel, dann weiß ich noch nicht. Dann haben wir hier noch das Kabel fürs Ladegerät, Bedienungsanleitung. Das ist irgendeine Halterung, muss ich mir auch gleich anschauen, was das genau ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass das von dem Bordcomputer ist. Aber das muss ich mir gleich anschauen, weil darunter ist nichts mehr. Schauen wir mal. Wir sind gespannt. Stück für Stück. Ja, ich werde jetzt den Lenker von dem Kabelbinder lösen, dass ich den schon mal raus habe. Der ist hier mit so einem Kabelbinder befestigt. Den werde ich jetzt vorsichtig lösen. Vorsichtig ist gut. Das ist ein fetter... Jetzt habe ich ihn. So. Das war natürlich jetzt voll unklug. Weil da natürlich die ganzen Kabel dran sind. Nicht nachgedacht. Also, wenn ihr das Paket bekommt, solltet ihr den Lenker nicht vorher lösen. Jetzt muss ich ihn wieder festmachen. So ist es manchmal. Da ich den Kabelbinder jetzt gelöst habe, fälschlicherweise nehme ich hier so einen kleinen Spanngurt. Den mache ich hier wieder rum. Guck natürlich, dass ich da keinen Kratzer am Bike mache. Aber es ist ja hier noch gut mit der Folie verpackt. So, und dann ist der Lenker auch wieder fest. Und dann versuche ich das Bike jetzt rauszukriegen. Wenn es mir denn gelingt. Apropos rauskriegen, das Bike hat, ich mache mir hier nebenbei ein bisschen Platz, das Bike hat 26 Kilo, das ist ja ein Trekkingrad, das Cube Kathmandu und vielleicht noch ein, zwei Worte, warum jetzt von Mountainbike auf Trekkingrad, hat natürlich folgenden Grund, damals als ich mir das Bike gekauft habe, gab es noch kein YouTube und ich hatte auch keine großen Ambitionen, irgendwie bis nach Venedig zu radeln oder die komplette Ostseeküste lang. Und ich habe es mir ja schon so halb zum Tourenrad umgebaut. Aber ja, wollte jetzt ganz gerne doch
ein Tourenrad noch haben und denke, ja, dass sich damit tolle Touren fahren lassen und mit festen Gepäckträger. Und ja, da ich ja doch dann eher der Tourenfahrer bin und ja, den Rest, was ich vielleicht eventuell daran noch verändern werde und so, das schauen wir uns gleich an. So, jetzt gucke ich mal, ob ich es angehoben kriege. Muss ich den Karton hier noch raus, der reingefallen ist. Wenn ich dann rankomme, natürlich nicht. Aber es sollte auch so gehen. Also, 26 Kilo sollte jetzt nicht das Problem sein. Ein Vorteil hat dieses Fahrrad jetzt schon mal, es ist ein Ständer dran. So, jetzt pule ich noch den Ladekarton raus und dann zeige ich euch das Bike endgültig. Ja, ihr Lieben, so schaut die Geschichte aus. Ja, der Sattel ist natürlich ein bisschen hoch, ne? Den muss ich noch mal ein bisschen runter machen nachher. Na klar, das ist dann Einstellungssache und ja, schönes Grau, dezentes Grau und ja, ich find's mega. Ja, integrierter Gepäckträger, ja, sauber. Ich habe jetzt richtig Bock loszuradeln bis nach Venedig. Ha, echt genial. Ich werde das Teil jetzt mal zusammenschrauben. Ja, ich werde da jetzt kein großes Schraubevideo draus machen. Ich meine, wie man Pedalen anschraubt. Ich glaube, da gibt es genug Videos oder wie man Lenker anschraubt. Ich werde mal schauen, ob wenn es da jetzt noch irgendwelche Besonderheiten gibt oder so, werde ich das noch filmen. Ansonsten, ja, glaube ich, ja, dass man die Pedalen in die und die Richtung drehen muss. Und ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, der so ein bisschen mit Fahrrädern zu tun hat. Und ja, wird viel lieber dann gleich nochmal übers Bike quatschen und euch ein paar Details dann dazu geben. Also, ich baue jetzt zusammen. So, ihr Lieben, das Fahrrad ist zusammengebaut. Das war jetzt überhaupt keine große Sache. Es war der Lenker zu montieren und die Pedalen, das war es dann auch schon. Und ja, ich habe schon eine kleine Probefahrt gemacht. Keine Angst, ich werde mit euch natürlich auch noch eine Probefahrt machen, aber es ist mittlerweile draußen dunkel. Und ja, da macht das dann ja nicht wirklich Sinn. Deshalb werde ich von der Probefahrt noch gar nicht so viel verraten. Das mache ich dann in einem anderen Video oder im nächsten Video, wenn es dann hell ist. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Was mich überrascht hat, ist, ja, es ist ja ein Bosch vierte Generation Motor, 85 Newtonmeter. Und verbaut ist das Kiox 300. Und wo ich sehr verwundert war, ist ja, der Anschluss von dem Ladegerät. Ich habe mir ja das 6A Schnellladegerät geholt und die Anschlüsse passen gar nicht mehr. Und ja, das heißt, also ist das Schnellladegerät für dieses Bike eigentlich gar nicht ja, tauglich, muss man ja sagen. Mit dabei war ein 4A Ladegerät, ist ja, sag ich mal, so die Mittelklasse. Von dem her, das passt. Aber da war ich schon sehr verwundert. Akku haben wir einen 625er drin, kann aber auch einen 725er reinmachen. Da ist der Adapter mit drin. Muss ich mal gucken, inwieweit den ich abmachen kann oder wie schnell ich den abmachen kann, um meinen zweiten Akku denn da auch zu nutzen. Ja, dann werde ich euch nochmal ein paar Details dann gleich zum Bike und euch das nochmal ein bisschen näher zeigen. Was ganz witzig ist oder ja, was mich verwundert hat, ist eigentlich die Schaltstufen. Es gibt Eco, dann den Tour Plus Modus, das ist ja das Update, was man sich machen kann. Und dann gibt es nochmal einen Automatikmodus. Da muss ich auch ehrlicherweise erstmal nachschauen, genau wie dieser funktioniert. Aber ich glaube, der schaltet alle Stufen je nach Steigung dann automatisch durch, weil wenn ich dann an der Anstieg, ach, das erzähle ich euch im Fahrvideo. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Was hat er vergessen? Ja, eigentlich nichts. Kiox muss ich mich grundsätzlich auseinandersetzen. Ich hatte noch keins. Da kann ich ja irgendwie das Handy verbinden. Mal gucken, inwieweit ich das dann nutze. Jetzt werde ich euch noch mal ein paar Details zu dem Fahrrad zeigen. Hat auf jeden Fall eine 11-Gang-Kettenschaltung, was ich natürlich für mich sehr gut ist, weil wir hier viele Steigungen haben und
ja, bin ich auf jeden Fall mega gespannt. Selbst das Kiosk sagt mir, wann ich schalten soll, so ähnlich wie beim Auto. Aber wie gesagt, das zeige ich euch bei der Probefahrt. Wird auf jeden Fall interessant. Hat er noch was vergessen? Nee, jetzt werde ich euch das Bike, wie gesagt, näher zeigen. Und ja, verbaut ist, wie es bei Cube so üblich ist. Bleibt nur ein Wort zu sagen, Shimano, 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 Shimano. Und ja, jeder weiß, dass Shimano ja, eins der besten Sachen auf dem Markt ist, wie ich persönlich finde. Gut, ich zeige euch das Bike näher und dann hören wir uns gleich nochmal wieder. Wie eingangs erwähnt, das Kiox 300 ist hier verbaut und ja, das Bike hat einen Aluminiumrahmen und die Kassette, gehe ich mal rum, die Kassette ist eine Sunrace und die Schalthebel Shimano Dore M5100 und ja, ist natürlich wirklich ja, gute Sachen verbaut. Die Scheibenbremsen sind auch Shimano, das sind MT200 mit 180 mm Stärke und ja, Sattelstütze ist mit bei von Suspension mit 30,9 mm und ja, also mir gefällt es mega gut. Der Rahmen ist Aluminium, die Schalthebel sind mechanisch und natürlich auch Shimano. Verbaut haben wir einen Mittelmotor, vierte Generation, CX Performance Line, hatte ich ja schon eingangs auch erwähnt. Der Federweg von der Gabel sind 100 mm. Das Modelljahr von dem Bike ist 2023. Ja, Gewicht 26,2 Kilo. Ich denke, das ist noch völlig in Ordnung. Und ja, hydraulische Bremsen, Shimano. Und ja, ihr wisst, ich bin da nicht so technikvisiert. Und ja, zeige euch das Bike hier nochmal ringsrum. Also mir gefällt es richtig gut und ich denke, dieses Bike wird dann auch Geschichten schreiben können. Was noch neu ist, ist hier die Bosch Schaltanlage oder Schalthebel. Ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja, ich denke, das werde ich dann alles, wie gesagt, auf der Probefahrt. Werde ich euch das nochmal erläutern. Ja, Reifen oder Mäntel, Reifenmäntel sind Schwalbe verbaut. Da muss ich nochmal gucken, Big Ben. Das sind natürlich diese mit dem, ja, ich weiß nicht, ob man das richtig erkennt in dem Licht, aber halt dieses Straßenprofil. Ich denke, da werde ich dann nochmal groberes Profil, weil ich ja doch dann auch viel in den Bergen unterwegs bin und auf Schotterwegen. Aber das muss ich dann nochmal sehen. Ein Ständer ist schon dran. Hoffen wir mal, dass der besser hält wie die anderen. Und ja, ich glaube, so im Großen und Ganzen war es das zu den technischen Details. Was ich dann natürlich machen muss, ist dann ja, meine Fronttasche und ja, hinten die Gepäcktaschen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Gibt es auch extra Halterung und ja, das muss ich dann mir noch alles, Handyhalterung und sowas. Das fehlt natürlich alles noch, das werde ich dann zur nächsten Fahrt oder zu der Jungfernfahrt mit euch, werde ich das dann anbauen und dann ja, bin ich mega gespannt, wie die erste Fahrt dann wird. Ja, in dem Sinne, das war's zum Bike, mehr will ich eigentlich auch gar nicht groß sagen. Ich mache euch mal den Link von dem Bike in die Beschreibung, dann könnt ihr euch die technischen Details nochmal selber angucken, den das interessiert oder der da noch mehr wissen möchte. Aber ja, wie gesagt, ich bin da auch technisch nicht so versiert wie vielleicht viele andere. Von daher ist das auch wieder alles ja, 100% Laienwissen. Ja, in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr freut euch
auf gemeinsame Touren mit meinem neuen Bike. Und ich freue mich mega drauf und denke, ja, wir haben momentan, ich glaube, jetzt Silvester hatten wir fast 18 Grad plus. Es war schon bestes Radelwetter, hätte ich nicht arbeiten müssen. Aber ich denke, jetzt wird nochmal der Winter zurückkommen und dann sind dann auch bald wieder tolle Touren dann wieder möglich. Aber ihr wisst, Schnee hält mich auch nicht ab vom Radeln. In dem Sinne, bleibt gesund und ja, ich würde sagen, bis ganz bald. Servus und ciao.